Sau! Da reicht zum Glück ein Schuss. Die haben sich noch nicht weiterentwickelt. Ich will mal nachladen. Ich will gar nicht so weit hoch. Meine Ziele sind nicht so hoch gegriffen. Ja, zu viele, zu viele. Seht nur, wie viel Loot hier herumliegt. Schön. Stasenapfel, richtig. Und so. Scheiße. So. Ihr dürft nach Hause gehen. Ihr dürft nach Hause gehen. Ich habe keine Munition mehr. Hyper suboptimal. Aber wir sind da. Wir sind oben. Das ist gut. War nicht allzu schwierig. Nur der Raum war etwas klein. Das war das einzige Problem. So, hab ich wirklich alles gelootet. Oh nein, er hat sich den Arm eingeklemmt. Das tut ihm jetzt nur leider nicht mehr. Allzu weh! Wenn ich eines aus diesem Spiel gelernt habe, dann ist es, dass nichts so ist, wie es scheint. Nicole, du kannst meine behaarten Eier lecken. Akzeptanz. Wer weiß. Ich traue der Alten noch immer nicht. Ich traue hier niemandem. Nicht einmal mir selbst. Doch vielleicht werde ich mir selbst charismatischer, wenn ich mich in eine neue Kluft werfe. Eine Kluft, die wir uns nicht leisten können. Der erweiterte Anzug gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. Stase-Bonus. Wiederaufladezeit für Stase wird um 50% gesenkt. Hey! Kauf garantiert mindestens 25 Inventarslots und 20% Panzerung. Deine Rig behält das höchste Upgrade für Panzerung und Inventar. Dann werden wir das Folgende tun. Wir werden alles verkaufen, was wir wirklich nicht benötigen. Und das ist Laserkanone. Wir brauchen auf jeden Fall auch nicht einen Halbleiter Rubin. Diese Halbleiter sind sowieso nur für den Verkauf gedacht. Wie viel brauchen wir? Eventuell werden wir dann auch noch ein paar Medipacks verkaufen. Da wir noch Munition benötigen. Okay. Können wir die verkaufen? Nein, wir können sie nur ausrüsten. Schade, ich dachte, wir hätten noch irgendwas im Safe. Leider nicht. Uns fehlt noch ein bisschen. Uns fehlt noch ein bisschen. Wir verkaufen. Dieses hier. Und jetzt gehört es uns. Gut, wir haben nur noch 3,50 Euro im Portemonnaie. Aber dafür lohnt sich dieser Kauf doch beträchtlich. Und tschüss, oh du schnöder Anzug.
mit deinen wundervollen Stiefeln. Isaac! Wunderbar! Wunderbar! Der sieht doch vortrefflich aus. Eventuell ist sogar das der Vorzeigeanzug aus den diversesten Dead Space 2 Werbungen. Und bevor die Frage auftritt, ob ich dann auch Dead Space 3 Let's Playen werde, ja, das werde ich tun, nur eventuell nicht direkt am Release-Tag, sondern halt, wenn es mir in den Kram passt, aber auch nicht allzu spät, würde ich mal sagen. So, das werden wir jetzt noch einmal abspeichern. Nein, das werden wir noch nicht abspeichern. Ha, ganz im Gegenteil. Oh, der Anzug sieht so geil aus. Scheiße, sieht der geil aus. Der ist so eng und erotisch. Seit der Isaac Clarke noch nie erlebt. In Lack und Leder. So, wir werden jetzt ein wenig Zeug verkaufen. Die ganzen kleinen Medipacks. Es wird sowieso kaum noch irgendwas geben, was kleinen Schaden verursacht. Also können wir genauso gut alles in Harpunensperrmunition stecken. Und dennoch wird das nicht ausreichen. Nein! Wir werden noch ein großes Medipack verkaufen. Oh, das tut weh. Schmerzt mich in der Seele. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Ja. Dann werden wir halt mit dem auskommen, was wir jetzt haben. Mehr Medipacks möchte ich nicht verscherbeln. Schön. Speicher, 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 Speicher. Jawohl, ja. So, verdient und weiter geht's. Und wie gut, dass hier auch gleich eine Bench steht. Denn wie ich ankündigte, möchte ich unsere TP aufs Maximum bringen. Also, Rick. Hey, Rick! Ja, ich weiß, danke. Zack! Und so sollten wir gut gerüstet sein. Schaden bei Aufspießen, das machen wir nicht allzu oft. Damit wird ihre Luft um 20 Sekunden verlängert. Ich wollte außerdem das Stasi-Modul verbessern. Die Dauer und Anzahl Schüsse um 1. Ich möchte natürlich wieder einen Knoten behalten. Also Dauer. Anzahl der Schüsse ist mir wichtiger. Und mit unserem neuen Anzug ist unsere Stase besser als je zuvor. Sie lädt sich nämlich schneller wieder auf, um 50%. Also sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Die Motoren hier sind sehr laut. Sehr, sehr laut. Scheiße, sieht der Anzug geil aus. Weniger ist manchmal mehr. Kapitel 12. Und ich erinnere mich gut an dieses Kapitel. Sage ich jetzt und am Ende stimmt sowieso wieder nichts. Mining. Sehr beeindruckend. Hey. Hallo. Schau mal, ich habe neue Klamotten. Der Mechaniker verschleppt worden, bevor er das hier zu Ende bringen konnte. Struss ist tot, Ellie. Ist nicht Shadowmin. Deine TP. Und jetzt brauchten sie Struss nicht, um den Marker zu zerstören? Struss konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schuld davon. Was ist mit Ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß, was zu tun ist. Tja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehen Sie nicht in die Kabine und versuchen ihn zu starten? Ich sehe mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Ellie, nimm bloß die Pfoten weg. Zieh dir Sicherheitshandschuhe an. Gummihandschuhe, irgendwas. Das ist Elektrizität, verdammt. Vorsicht, Ellie.
Und achte auf deine TP. Nicht runterfallen. Der nächste Kratzer könnte dich töten. Oh je, das Mädel. Das Mädel. Schön Munition. Oh, ich freue mich, aber wir erhalten nur so wenig. Viel zu wenig. Also richtig Scumbag-mäßig. Ach, scheiße. Schade. So, die hier hinten erlebt. Ja, wunderbar. Svininfeld. Schön. Dort rechts sehe ich Alex noch ein. In den Schatten versteckt. Das sollten jetzt alle gewesen sein. Jawohl. Jawohl. Nehmen wir uns doch besser mit. Wir haben jetzt sehr viel Platz im Inventar. Und somit potenziell sehr viele Objekte und somit potenziell sehr viel Geld. Wenn wir viel sammeln. So, erfahrungsgemäß befindet sich darin natürlich wieder eine Batterie. Ich hoffe, hier geht alles in Ordnung. Ach, schade. Die Reichweite ist zu gering, um diesen Kasten zu erreichen. So. Gefunden. Hey, was haben Sie gemacht? Ich habe gerade die Steuerhologramme verloren. Der Verteiler hatte einen Kurzschluss. Ich brauche Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich sehe mich mal um. Viel Glück da. Ja, Standard, dass alles kaputt und schief geht. Nein, nicht jetzt. Okay. Den. Es könnte daran liegen, dass ich gerade gesprochen habe, aber irgendwie habe ich den Gag nicht verstanden. Standardverteiler ist kaputt. Das ist schlecht. Ich kann auch nicht mit ihm interagieren. Gut, holen wir uns einen neuen Standardverteiler. Bist du ein Standardverteiler? Nein. Aber du bist ein Halbleiter-Diamant. Oh, sexy Halbleiter-Diamant. Oh yeah. Auch meine? Es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Wir werden sicherlich gleich wieder von Kreaturen, Horden überschwemmt werden. Eddie! Da kannst du probieren, wie du willst. Es geht nicht. Aber der Wille zählt. Tja. Hallo! Ich bin's! Isaac! Oh oh. Böses Baby! Jo. Das Sekundärfeuer hat nicht funktioniert. Das passiert manchmal. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. So, hier müssen wir auf jeden Fall irgendetwas machen. Doch dazu bin ich noch nicht bereit. Ich muss meiner Wut freien Lauf lassen. Ich werde nicht mehr wegrennen. Stattdessen werde ich jetzt direkt in die Gegner hineinlaufen. Die Abdeckung braucht sowieso niemand mehr. Platine! System kurz geschlossen, sodass die Nav-Tasten umgangen werden. Glück gehabt. Hey. Ja. Yeah. Oh oh. Sieben Schuss. Die ungerade Zahl gefällt mir nicht. Neun Schuss. Die ungerade Zahl gefällt mir nicht. Aber nicht vergessen, wir können nun etwas öfter Stase einsetzen. Sollten wir auf jeden Fall zu unserem Vorteil nutzen. Wie viel Munition haben wir noch? Insgesamt. Ah, ja, ja. 38. Die kann schnell zur Neige gehen. Okay, reparieren wir das Ding. Okay. Er
findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verdrahtet werden. Was? Ich hab dir nicht verstanden. Nichts. Ich mag den lockeren Umgang mit ihr. Als ob ihr wirklich vertrauen würde. Als wäre sie eine Partnerin. Na, das muss hier. Ja! Oh, das kommt neu verbraten. Immer die gleiche Scheiße hier! Wird hier irgendwas schief? Geschafft, ich hab das Ding am Laufen. Auf der anderen Seite ist ein Lift, ich drehe um, damit sie draufklettern können. Danke.